Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Architech. Heute stellen wir Ihnen unsere neuen TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie vor. Dabei werden wir uns in einem Beispiel anschauen, wie Sie das analoge Eingangsmodul MV210-101 über die USB- oder Ethernet-Schnittstelle anschließen, konfigurieren und in Betrieb nehmen können. Bei der Bestellung eines TCP/IP/IO-Moduls der MX210-Serie ist das jeweilige Modul, eine Bedienungsanleitung, ein Ethernet-Kabel und eine Netzteilklemme im Lieferumfang enthalten. Die TCP/IP/IO-Module sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, sodass Sie Ihre eigene Kombination wählen können. Hierbei bieten wir ein TCP/IP/IO-Eingangsmodul mit 8 universal nutzbaren Analogeingängen an oder das digitale Eingangsmodul mit bis zu 32 Eingängen. Des Weiteren haben Sie die Wahl zwischen TCP/IP-Modulen mit 8 analogen Ausgängen oder 8 bzw. 16 Digitalausgängen. Außerdem bieten wir das digitale Ein- und Ausgangsmodul mit bis zu 12 Eingängen und bis zu 8 Ausgängen an. Jedes Modul verfügt über eine Reihe an LEDs, die die jeweiligen Zustände übersichtlich darstellen. Beispielsweise das Vorhandensein der Spannungsversorgung oder von Störungen, wie auch Aktivität und Störung der Ein- sowie Ausgänge. Die TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie besitzen unterschiedliche Datenaustauschmodi. Im Folgenden eine Zusammenfassung der Kommunikationsmöglichkeiten eines Moduls der MX210-Serie. Als Slave in einem Ethernet-Netzwerk, Verbindung über einen PC mithilfe des Programms Architect Tool Pro, Datenaustausch mit MQTT sowie die Möglichkeit, das SNMP-Protokoll zu nutzen. Ein TCP/IP/IO-Modul der MX210-Serie bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. Alle sind mit einem Ethernet-Bypass ausgestattet, was den reibungslosen und zuverlässigen Betrieb im seltenen Falle eines Geräteausfalls erlaubt. Die TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie sind mit unserer Software Architect Tool Pro kostenlos und einfach konfigurierbar. Eine Konfiguration des IO-Moduls ist über Ethernet oder Micro-USB möglich. Hierbei wird das jeweilige Gerät über den USB-Port des PCs gespeist. Bei der Konfiguration über die Ethernet-Schnittstelle ist eine Nennspannung von 24 Volt als Versorgung zu gewährleisten. Zudem verfügt jedes Modul der MX210-Serie über eine integrierte Echtzeituhr und einen intern verschlüsselten Flash-Speicher zum Loggen von Daten. Nun werden Sie sehen, wie einfach die Verwendung und Konfiguration eines Moduls der MX210-Serie ist. In unserem Beispiel wird ein PT100-Temperatursensor mithilfe der Dreileitertechnik an den ersten analogen Eingang des TCP/IP-Eingangsmodul MV210-101 angeschlossen. Im darauffolgenden Schritt laden wir die kostenlose Software Architect Tool Pro von unserer Webseite herunter und installieren die Anwendung. Die Konfiguration kann sowohl über USB-Kabel als auch Ethernet-Schnittstelle durchgeführt werden. Zu Beginn unseres Beispiels konfigurieren wir unser analoges Eingangsmodul MV210-101 über die Micro-USB-Schnittstelle. Wir klicken auf Geräte hinzufügen und wählen eine Schnittstelle aus. Architect Tool Pro sucht anschließend automatisch nach Ihrem Gerät und zeigt es Ihnen nach erfolgreicher Suche automatisch an. Wir fügen das Gerät nun hinzu und erhalten eine umfassende Übersicht über alle konfigurierbaren Elemente des TCP/IP/IO-Moduls. Beispielsweise können wir in dem Bereich Ethernet-Einstellungen sehen, dass die aktuelle IP-Adresse des analogen Eingangsmoduls 192.168.0.201 ist. Die Standard-IP-Adresse, also die Werkseinstellung, lautet 192.168.1.99. Wir können nun zur Konfiguration des ersten analogen Einganges wechseln und den benutzten Sensortyp hinterlegen.
Nachdem wir die Parameter an das Modul übersandt haben, können wir das aktuelle Messergebnis am jeweiligen Eingang auslesen. 27 Grad Celsius. Nun werden Sie sehen, wie sich das analoge Eingangsmodul der MX210-Serie per Ethernet konfigurieren lässt. Auch hier möchten wir die Temperatur durch den PT100-Sensor ermitteln lassen. Wir klicken erneut auf Gerät hinzufügen und tippen die IP-Adresse des Moduls ein. Wir fügen es hinzu und können den ersten analogen Eingang auf gleiche Weise einfach und schnell konfigurieren. Die TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie sind einfach in der Handhabung, sodass auch die Konfiguration von Modulgruppen schnell und einfach durchzuführen ist. Dies geschieht mit Hilfe der Service-Taste, die sich unter der vorderen Abdeckung befindet, sowie der automatischen Zuweisung einer neuen IP-Adresse mit dieser. Dafür klicken Sie in der Symbolleiste auf IP-Adressen und wählen eine neue IP-Adresse aus. In diesem Beispiel 192.168.0.201. Anschließend drücken Sie die Service-Taste Ihres Moduls, sodass die Software Architect Tool Pro Ihr Gerät finden kann. Die neue IP-Adresse ist gespeichert, wobei die IP-Adresse für die nächste Adressenzuweisung um 1 inkrementiert worden ist, was für eine Gruppenkonfiguration sehr nützlich ist. Nach Hinzufügen des Geräts können Sie die Konfiguration der jeweiligen Funktionsbereiche wie zuvor vornehmen. Die TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie bieten aufgrund ihrer Kompaktheit und Funktionalität hervorragende Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen der Automatisierungstechnik. Laden Sie sich die kostenlose Software Architect Tool Pro noch heute herunter und lernen Sie diese kennen. TCP/IP/IO-Module der MX210-Serie können Sie über unsere Webseite erwerben. Dort finden Sie auch weitere Informationen bezüglich unserer Produkte. Bei Fragen können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir werden diesen dann schnellstmöglich beantworten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.